Hi, warum ich finde, dass Adobe Premiere das beste Schnittprogramm für Let's Player ist und wie du deine Let's Plays nicht nur effizienter schneiden, sondern noch hübscher machen kannst, dies und mehr nach diesem wundervollen und aufwendigen Intro. So, da sind wir jetzt also im Programm und ich habe hier schon mal ein bisschen was vorbereitet. Das ist mein neues Fallout Let's Play und mit dem ersten Tipp, mit dem ich direkt mal anfangen kann, wäre, man sieht hier schon die Audiospur, die sieht normalerweise so aus, hier so, also man sieht hier normalerweise gar nichts, das kann man aber einfach mit dem Haken hier aufklappen, dann runterziehen. Ich werde jetzt mal nicht auf die Basics eingehen, also wie man jetzt das Video reinzieht, das blablabla, das Exportieren und so, ich gebe noch ein paar Tipps später, aber da kommen wir dann später dazu. So, man sieht hier also wunderbar, ne, die Ausschläge und so kann man übrigens sehr gut sehen, wo das Let's Play anfängt. Ich werde das jetzt mal nicht abspielen, aber hier fängt zum Beispiel das Let's Play an und wenn ihr Pausen drin habt, also ich habe hier ziemlich viel ohne Gerede, weil ich erstmal ein bisschen was vorbereitet hatte und hier hatte ich eine Pause zum Beispiel, da hatte ich einen Ladebildschirm, dann ist mir hier glaube ich das Spiel abgeschmiert. Also man kann Das ist eine über 2 Stunden geht die Aufnahme. Hier natürlich auch noch ein bisschen was vorbereitet dann. Die Aufnahme geht über 2 Stunden und man kann aber wunderbar sehen, wo Pausen sind. Also das wäre der erste Tipp. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich. Und wie machen wir das Let's Play jetzt allerdings schöner? So, Moment, da suche ich mir mal eine. Ja gut, das ist eigentlich eine. Ja, Moment. Das ist eigentlich eine passende Stelle hier. Hier mal ein paar Farben. So, dazu gehe ich mal hier oben links, also hier, ne, ihr habt da, das wird ein bisschen anders aussehen bei euch vielleicht, aber auf jeden Fall hier unter Effekte könnt ihr hier auf Videoeffekte, dann auf, da ist es Farbkorrektur und dann die schnelle Farbkorrektur immer aufs Video ziehen, dann das Video anklicken und auf Effekteinstellungen, dann sieht man hier schon, jetzt haben wir hier die schnelle Farbkorrektur. So, und hier können wir jetzt so einiges einstellen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel, also das hier ist, das leitet quasi die Farbe des Displays in eine gewisse Richtung, wenn ich hier mal was einstelle. Man sieht schon, man kann hier so einen Sepia-Effekt zum Beispiel drauflegen, also das sieht ziemlich geil aus. So, nicht wundern übrigens, wenn ich so weggucke, weil ich habe da nämlich einen zweiten Bildschirm dafür. So, das machen wir aber nicht. Kann ich nicht empfehlen für Let's Plays, außer ihr wollt jede einzelne Szene einzeln damit quasi machen, ne? Weil ich habe das einmal gemacht und mir ist dann aufgefallen später, ja warte mal, das sieht irgendwie nur in der einen Szene gut aus und in den ganzen anderen Szenen kommt das irgendwie sehr, sehr komisch. Da mischen sich dann die Farben und dann sieht das nicht mehr gut aus. So, es gibt aber noch andere Effekte hier und zwar kann man hier einmal zum Beispiel hier bei der Tonwertspreizung. Ich kenne mich damit auch nicht hundertprozentig aus, aber man könnte jetzt hier zum Beispiel ein bisschen runtergehen, ein bisschen mehr Kontrast reinbringen quasi. Oder das macht man eher hiermit, indem man hier ein bisschen, oder? Ja, Moment, ich glaube, ich mache das gerade falsch rum. Moment. So, nämlich so, jawohl. Da kann man so ein bisschen dieses Milchige im Bild quasi rausnehmen. Auch hier. Das kann auch helfen, aber da kann ich auch nur sagen, wirklich sehr, sehr vorsichtig. Man hat hier zum Beispiel diese Büsche hier zum Beispiel oder auch hier in dem Bereich ist es schon sehr, sehr dunkel, obwohl es ja helllichter Tag ist. Also da muss man sehr stark aufpassen. So, jetzt aber zum Wichtigsten, wie ich finde, zur wichtigsten Einstellung, das wäre die Sättigung. So, wenn ich hier mal ein bisschen nach oben gehe, sieht man schon, dass das, ich kann das auch gerne mal, warte mal, ich mache das mal ein bisschen größer. So, und hier seht ihr, man kann natürlich auch schwarz-weiß machen, wer das mag, der, ne, kann das gerne machen. So, aber hier kann man zum Beispiel so 30-40% dazugeben, je nach Geschmack natürlich. Also das sieht eigentlich immer gut aus. So, kommen wir zum nächsten Tipp und zwar das Schneiden an sich. Wie exportiere ich meine Videos möglichst schnell? Also wie kann ich die möglichst schnell rendern? Beziehungsweise das Rendern können wir natürlich nicht beschleunigen, aber wie kann ich jetzt mehrere Videos auf einmal durchrendern. So, dazu müssen wir einmal den Media Encoder öffnen. Den habt ihr immer dabei, wenn ihr Premiere habt. Und dann werde ich jetzt mal den hier machen und den hier. So, ich habe jetzt einen Inpoint und einen Outpoint gesetzt.
Das sind keine Markierungen. Markierungen wären mit M, das ist dann das hier, aber das brauchen wir nicht. So, ich habe nur einen In- und einen Outpoint gesetzt. Jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass hier Folgenanfang und hier Folgenende ist. Ich habe das jetzt in dem Falle mit meinen Tasten gemacht. Das ist nämlich was anderes. Ihr könnt einfach hier auf Bearbeiten und auf Tastaturbefehle und da könnt ihr so einiges einstellen. Da kann ich auch nochmal drauf eingehen. Jetzt aber erstmal dazu. Ich habe zum Beispiel Inpoint auf A, Outpoint auf D. So kann ich hier einfach W als D und so. So, das habe ich jetzt gewählt und das soll also meine Folge sein später. Dann gehe ich auf Exportieren. Habe ich auch eine Taste für. So, hier, das sollte ja auch jeder kennen. Hier ist natürlich das beste H2H.264. Und dann habe ich hier meine Profile. Da nehme ich gerade mal eins. Und hier kann man auch den Ordner auswählen, alles schön und gut, aber das will ich jetzt nicht zeigen. So, hier unten könnt ihr dann auf Sequenz In und Out gehen und dann sieht man schon hier 4 Minuten. Okay, ist jetzt keine normale Folgenlänge, aber ich kann jetzt hier in dem Falle einfach auf Warteschlange drücken und habe jetzt die erste Folge hier im Media Encoder drin. Ne? So, ich würde sagen, ich mache da nochmal ein bisschen was rein und wir sehen uns gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier ein paar kleine Clips nur reingetan. Es sind einfach ganz kleine Clips, das ist ja egal. Wo ihr eure Folgen schneidet, müsst ihr natürlich noch selber wissen. So, ihr könnt immer nur eine Folge gleichzeitig markieren. Das heißt, ihr müsst immer eine Folge markieren und dann direkt in die Warteschlange schmeißen. Und dann könnt ihr direkt die nächste Folge markieren. Die bleibt in der Warteschlange und das können dann eben immer mehr werden. Ich habe das hier schon mal ein bisschen vorbereitet. Ich habe hier jetzt mal in meinem Videoordner hier einfach unter... Tutorial heißt jetzt der Ordner, da kann man einfach drauf drücken, kann hier zum Beispiel jetzt eine 1 vergeben und hier eine 2 und hier eine 3 und hier eine 4 und so weiter. So, ich mache das einfach gerade mal, so mache ich das zum Beispiel mit meinen Folgen immer. Das heißt, ich habe immer nur einen Ordner für meine Let's Plays und habe ich jetzt zum Beispiel schon 25 Folgen, dann fange ich bei der nächsten Aufnahme einfach mit 26 an und dann gibt es hier 26, 27, 28 und so weiter. Das ist also schon ziemlich geil. Man kann hier auch speichern. Ich kann das auch gerade mal zeigen. Wir speichern das einfach mal, dann schließe ich den Media Encoder und dann kann ich den wieder öffnen und dann ist alles weg. Nein, Quatsch, dann ist natürlich noch alles da. So, jetzt drücke ich einfach mal auf Play, damit man sehen kann, wie das hier funktioniert. So, der sucht jetzt hier gerade ein paar Dateien zusammen. So, man sieht, das geht ziemlich schnell. Das, wie gesagt, das ist ja nur ein paar Sekunden lang oder Minuten, ich weiß es nicht. Dann steht hier okay, bla bla bla, da ist er fertig. Er fängt hier mit dem nächsten Video an. Man kann dann hier auch immer, hier kann man drauf drücken, hat man noch eine Log-Datei, aber da will ich jetzt nicht drauf drücken, weil das ist eine riesengroße Datei mittlerweile, weil, ja, ich habe schon einiges gerendert, wie man sich vorstellen kann. Ja, so viel auf jeden Fall zum Media Encoder. Das ist eine mega geile Sache, wie ich finde. Hier kann man also so viel reintun, wie man möchte. Man kann jetzt zum Beispiel einen Tag mal durchrendern und wenn nicht alles fertig geworden ist, einfach am nächsten Morgen direkt zum Beispiel weitermachen oder so. Man kann eben auch pausieren, wann man will, wo man will. Man kann immer pausieren. Man sieht, wo er gerade ist. Und ja, das ist natürlich eine ziemlich, ziemlich geile Sache. Das heißt, wenn ich jetzt mal eben Leistung brauche, kann ich da eben sagen, hey, mach mal kurz Pause, ich brauche mal ein bisschen Leistung. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Tipp. So, wir sind ja jetzt beim Exportierfenster und zwar wollte ich da einfach mal so ein bisschen was dazu sagen, denn für mich war es gerade damals immer recht schwierig, irgendwie Tipps zu finden im Internet, wie ich denn meine Videos am besten exportieren soll. Hier sieht man jetzt alles schon mal so ein bisschen zusammengefasst. Auf jeden Fall... Ich habe ja vorhin schon gesagt, H.264, das ist einfach MP4, das ist das beste Format für YouTube eigentlich, also es ist eigentlich das überhaupt beste Format, wie ich finde. Ich denke es zumindest, also ist auf jeden Fall gut. So, ich exportiere meine Videos in Full HD, 60 Frames, das kann man hier einstellen. Dann hier noch quadratische Pixel, sollte glaube ich immer auch quadratische Pixel sein, ich glaube sonst ist das Video irgendwie kaputt. Dann hier kann man PAL, NTSC einstellen, das ist eigentlich... Eigentlich ist das komplett egal. Dann hier Profil ist eigentlich auch komplett egal, wie ich das sehe. Also für mich macht es irgendwie keinen Unterschied. Pegel sollte auch immer möglichst hoch sein. Dann ein Tipp, den man oft hört im Internet, aber der irgendwie keinen Unterschied macht. Hier der Haken mit maximaler Tiefe rendern. Ich will jetzt niemanden triggern, aber meiner Meinung nach macht der überhaupt nichts aus. Wichtiger ist da hier VBR
zwei, denn es gibt hier einmal Bitratenkodierung, es gibt einmal Constant Bitrate, dann Variable Bitrate und das mit einem Durchgang und zwei Durchgängen. Zwei Durchgänge heißt es, was man denken würde, dass es heißt. Das heißt, er rendert das Video zweimal und das dauert natürlich doppelt so lange. Das macht das Video allerdings viel, viel, viel stabiler auf sehr viel Bewegung. Da kann ich wirklich nur raten, da vielleicht auch tatsächlich ein bisschen selber rumzuprobieren. Wenn es jetzt um Spiele geht, würde ich sagen, habt ihr jetzt ein 8-Bit-Game oder so, dann reicht zum Beispiel VBR 1, also ein Durchgang mit einer Bitrate von, ja, weiß ich nicht, 10 oder 5 zum Beispiel, könnte sogar auch schon ausreichen. Bei so 8-Bit-Games, da kann man, glaube ich, sehr weit runtergehen. Habt ihr dann aber zum Beispiel sowas wie The Witcher oder zum Beispiel auch Fallout. Die brauchen eine sehr, sehr hohe Bitrate, also die brauchen eine sehr gute Bildqualität, um dass man da nicht dieses typische Flackern im Video hat. Man sieht hier schon, was ich für eine Bitrate benutze. Die ist allerdings tatsächlich, und das mit VBR2-Durchgängen, die ist allerdings sehr, sehr hoch, also die ist auch viel höher als, also das ist eine viel bessere Qualität, was ich am Ende rausbekomme, als YouTube überhaupt zulässt. Deswegen, ich kann euch da nur raten, ihr könnt zum Beispiel YouTube benutzt zum Beispiel eine Bitrate von 12, also den könnt ihr ja zum Beispiel auch auf 12 stellen oder 12,5. Ich finde es gut, immer ein bisschen mehr Qualität zu haben, als das, was YouTube dann sowieso nochmal runter rendert, einfach um auf der sicheren Seite zu sein. Da kann ich nur raten, zum Beispiel sowas wie 12 bis 15 zum Beispiel zu nehmen oder so. Und es kommt halt, wie gesagt, immer aufs Spiel an. Wenn ihr jetzt ein Spiel habt, was wirklich ganz extrem ist, also extrem viele Details hat, zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist The Vanishing of Ethan Carter. Wäre ein sehr gutes Beispiel. Da kann ich wirklich nur raten, Upscaling zu benutzen. Wer weiß, was das ist. Das bedeutet, dass man hier eine höhere, Auflösung benutzt. Und zwar, also ich würde dazu raten, 4K dann zu benutzen und es einfach in 4K zu rendern, obwohl ihr es nur in Full HD aufgenommen habt. Das hat den Zweck, dass YouTube das 4K-Video viel, 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 viel besser rendern wird. Das heißt, das wird eine viel höhere Qualität haben. Und dann müsst ihr hier natürlich auch dementsprechend mehr Bitrate benutzen. Also da könnt ihr zum Beispiel, ich meine, da sollte normalerweise 15 auch ausreichen, ja. Ja, das wollte ich einfach mal sagen. Das heißt, wie gesagt, Spiele, die nicht so viel Bewegung haben, da reichen 10 bei der Bitrate auf jeden Fall aus und ein bisschen mehr, wenn es eben ziemlich krasse Spiele sind wie Fallout eben, dann sollte man da schon etwas mehr nehmen. So, also ein abschließendes Fazit nochmal. Wie gesagt, ein guter Tipp ist, immer, wenn ihr jetzt eine Pause macht, auch während dem Let's Playen schon, ist ein guter Tipp, immer leise zu sein am besten. Also während ihr eine Pause macht, am besten die Pause vielleicht etwas länger machen, so 5 Minuten wäre mein Tipp. Das sieht man auch in einer sehr großen Aufnahme noch sehr, sehr gut, also da müsst ihr euch noch nicht mal unbedingt was aufschreiben dazu. Denn man sieht es einfach, ne? Man sieht es hier, da wo nichts geredet wird, man sieht es hier. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp, Farbkorrektur für eure Videos, das lohnt sich, kann sich auf jeden Fall sehr stark lohnen. Aber wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig damit umgehen, denn das Video kann schnell mal an manchen Stellen zu dunkel werden. Das Ding ist bei Let's Plays, du weißt immer nicht, wenn ich mir jetzt irgendeine Szene raussuche und die anpasse, ist die Frage, ob es für die und die Szene, die dann im Let's Play auch noch vorkommen wird, auch passt. Das heißt, entweder mal alle Szenen durchgucken und vielleicht sogar für jede Szene einen einzelnen Filter reinmachen. Das macht aber natürlich sehr viel Arbeit, aber kann sich auch lohnen, definitiv. Dann sieht es eben sehr, sehr gut aus. So, ansonsten hätte ich noch den Tipp, auf jeden Fall, ihr solltet wirklich Shortcuts, also ihr solltet wirklich eure Tastatur benutzen in Premiere, denn das lohnt sich sehr, sehr stark. Ich kann hier, wenn ich hier schneide, dann sitze ich meistens so da, mache hier einfach den, mache hier den, mache hier den, mache hier den, den und dann hier auf die Warteschlange und hau das einfach raus. Natürlich gucke ich dann immer, ich mache auch, das könnten wir eigentlich auch noch zeigen. Moment, das machen wir gerade mal. Ich schneide hier mal. So, dann tue ich das mal weg. Ein sehr guter Tipp, das ist auch bei Effekten. Dann geht ihr auf, wo ist es denn? Videoüberblendungen. Und hier nutze ich persönlich, hier Übergang zu Schwarz.
Das eignet sich sehr, um ein Video quasi ausfaden zu lassen, was jetzt hier irgendwie gerade nicht funktioniert. Ja, doch, hier funktioniert es. Alles klar. Das Ganze gibt es auch für Audio. Ich weiß, man kann zum Beispiel auch, ihr könnt zum Beispiel auch hier mit Keyframes arbeiten, macht aber sehr, sehr, sehr viel Arbeit eigentlich, also im Gegensatz dazu zumindest, und hat denselben Effekt. Also hier kann man auf jeden Fall die Überblendungen nutzen und hier zum Beispiel auch von Audio-Überblendungen, exponentielle Überblendungen nutze ich immer, um das Audio eben auch so ein bisschen rausfaden zu lassen. Das lohnt sich einfach, dann ist das Video nicht so abgehakt am Ende und es geht einfach weich zu Ende und es fängt auch weich an. So, ja, so viel dazu. So, wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, dann kommt ihr hier zu meinem letzten Video, was wahrscheinlich ein Let's Play ist. Lohnt sich auf jeden Fall, also würde ich auf jeden Fall mal draufklicken. Und ansonsten könnt ihr mich hier abonnieren, wenn ihr das möchtet. Ansonsten das Standardzeug, lasst mal einen Daumen runter oder hoch da, je nachdem, wie ihr denn beliebt, ne? Und ich sage dann mal ciao.